Stuttgart had the fire. Stuttgart had the quality. Und auch jetzt spüre ich einfach, wie der Club hier in der Stadt verwurzelt ist. Keine schwere Verletzung, aber eine lästige Verletzung. Klar, das erste Spiel von der Tribüne ist natürlich schade. Ich hoffe, dass wir eine Runde weiterkommen. Ich komme aber immer irgendwie ein Bein so dazwischen. Deswegen ja, sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Einen Tag Pause brauche ich jetzt. Ein super Charakter, ein absoluter Vollprofi. Enzo trifft zum 1:0. Am Ende war es dann auch eine verdiente und klare Angelegenheit. Den Spieler verpflichtet, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns helfen und auch noch bei uns den nächsten Schritt machen können. Of the DFB Pokal this afternoon in Reutlingen. Balingen with nothing to lose but everything to gain. Wir haben 2-3 Verletzungen, die wehtun. Unglückliche Verletzungen mit Maxi Mittelstädt, der irgendwie eine Flanke blocken wollte. Im Trainingslager war das in der einzigen Einheit, die wir dort hatten. Hat dann dadurch leider eine längere Ausfallzeit nach sich gezogen. Habe jetzt auch in den letzten Tagen die Intensität schon steigern können, dass ich jetzt, wenn alles gut läuft, nächste Woche auf ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und ja, dann mal schauen, wie lange es dann dauert. Das erste Spiel von der Tribüne ist natürlich schade. Aufgrund auch der Verletzung wäre ich natürlich gerne auf dem Platz gewesen. Aber ja, ich freue mich, die Jungs jetzt spielen zu sehen und hoffe, dass wir eine Runde weiterkommen. Es ging ja tatsächlich in der Saisonanalyse darum, dass wir uns mit diesen wesentlichen Gründen, auch Punkten auseinandergesetzt haben, die vielleicht nicht immer den mannschaftlichen Erfolg am Ende gesichert haben. Und waren weitestgehend und meistens Gründe, die mit der mannschaftlichen Reife auch zu tun hatten. Und deswegen oder deshalb haben wir jetzt schon auch nach Spielern gesucht, die eine gewisse Spielerfahrung im Rucksack mitbringen, die eine gewisse ja auch Stabilität innerhalb der Spiele an den Tag legen. Bei mir ist es auch so, dass ich bisher toi 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 eigentlich verschont geblieben bin von schwereren Verletzungen. Ja. Und von daher konnte ich das im ersten Moment nicht so richtig einordnen. Aber ja, dann im Nachhinein, ja, ist dann natürlich blöd, wenn man die Diagnose bekommt. Aber ja, es war halt Glück im Unglück und ich bin auch froh, dass nichts Schwerwiegendes passiert ist. Den Einzelnen individuell behandeln, den Einzelnen individuell weiterentwickeln und dann jeden Einzelnen nehmen und zu einer Mannschaft eben formen. Deswegen sprechen wir im Grunde über jedes Detail, auch über jedes personelle Detail. Und ja, da ist der Trainer für mich ein sehr, sehr guter Partner, Ansprechpartner, der natürlich Ziele hat, wie wir alle, sehr ambitioniert ist, aber eben auch ja, die Handlungsspielräume des Vereins kennt, sie richtig einordnet. Und deshalb ja, sitzen wir jeden Tag mehrfach zusammen, um die Dinge ja, anzufassen. Wir haben ja schon dann aber auch ein paar Jungs, die weggegangen sind, ein paar Jungs, die dazugekommen sind. Ja, und dafür braucht es auch ein bisschen Zeit, dass wir zueinander finden. Das ist wichtig. Dafür ist ein Trainingslager natürlich immer sinnvoll. Und natürlich auch verletzungsfrei zu bleiben, ja, dass man möglichst verletzungsfrei durch eine Vorbereitung kommt, dass möglichst jeder Spieler in der Lage ist, so viele Trainingseinheiten wie möglich zu machen, dass wir gemeinsam auf dem Platz stehen. Das sind jetzt mal so die drei wichtigsten Aspekte. Wechsel, noch mehr Tempowechsel, schnell, schnell, langsam, aber nicht die gleiche Höhe, komm mal, nicht die gleiche Tempo, hat das selbe Tempo. Komm, Gigi, yes, nein, oder, ich bin nicht vorbei. Lauf, komm.
Tür raus, mach, mach, komm, 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 komm. Ah. Also im ersten Moment, du merkst schon, dass irgendwie was passiert ist. Du kannst aber noch nicht genau einschätzen, was passiert ist. Bei mir ist es auch so, dass ich bisher toi 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 eigentlich verschont geblieben bin von schwereren Verletzungen. Und von daher konnte ich das im ersten Moment nicht so richtig einordnen. Aber ja, dann im Nachhinein, ja, ist dann natürlich blöd, wenn man die Diagnose bekommt. Aber ja, es war halt Glück im Unglück und ich bin auch froh, dass nichts Schwerwiegendes passiert ist. Ja, natürlich ist eine Verletzung immer scheiße und kommt nie zur richtigen Zeit. Für mich jetzt als neuer Spieler dann blöd gewesen, weil ich ja, gut drin war, mich gut gefühlt habe und natürlich ja, mich gerne weiter mit der Mannschaft trainiert hätte. Aber ja, es gehört halt zum Fußball dazu. Man kann es nie beeinflussen. Von daher ja, muss man damit leben, umgehen können. Ich fühle mich trotzdem sehr, sehr wohl. Auch in der Woche oder in den Wochen, wo ich jetzt individuell trainiert habe, war ich trotzdem bei der Mannschaft. Und so die Mannschaft auch weiter kennenlernen, sodass ich da auch ein gutes Gefühl bekommen habe. Und ja, jetzt ist das Ziel, wie gesagt, schnellstmöglich einfach wieder bei der Mannschaft zu sein. Und ja, wie gesagt, Verletzungen gehören dazu und ja, ich komme stärker zurück. Das ist der kleine. Der ist der Im Endeffekt, glaube ich, haben wir gut entschieden. Die Rückmeldung war so, dass es weiterhin geregnet hat, dass unser Platz nicht bespielbar war und dass wir auch keine Ausweichmöglichkeiten hatten. So gesehen war es alternativlos, was sehr schade war, weil die Bedingungen dort waren super. Wir hatten dort die Möglichkeit, in einem sehr schönen Ambiente zu trainieren, zusammen mit den Fans auch eine Woche zu verbringen, natürlich aber auch wir als Mannschaft zusammen Zeit zu verbringen. Es war eine gemeinsame Fahrradtour, stand auf dem Plan, ein Mannschaftsabend, solche Dinge, die du natürlich dann in einem neuen Setting machen kannst. Das war schade, dass das weggefallen ist und trotzdem, denke ich, haben wir das Beste draus gemacht. So, jetzt bringen wir die andere, die kleinere Kiste. Aktuell ist es einfach wichtig, dass wir trainieren, auch mit Ball trainieren und nicht nur laufen. Deswegen ja, sind wir jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Okay. Expressversand war gerade da, ja? Du bist ein Held. Bis gleich. Aber sag, war jetzt eigentlich kein so gutes Zeichen, dass ich beim Laufen, beim normalen Gehen schon so ein bisschen Probleme hatte. Deswegen wollte er noch mal ein MRT machen. Mal schauen. So. Was habt ihr heute einmal? Einmal, zweimal trinken, ne? Zweimal. Hier diagonal. Oh, Männer, sauber einen Fuß, sauber klatschen lassen. Einmal sitzen raus. Komm, was schon wieder, bei mir ist schon wieder grün, Alter. Ey, komm hier. Like this and then turn two times.
Spring nur hier. Hier. Hoch, raus, hoppa! Du Kalle, du Kalle! Yes! Waldi ist für mich ein enorm wichtiger Spieler. Er ist Vizekapitän und darüber hinaus ein Vollprofi. Einer, der nicht rauszunehmen ist aus dem Training, der sich nicht auswechseln lässt, der, wenn es sein muss, ja, durch eine Wand läuft. Das ist unglaublich wertvoll. Wie gesagt, ich wurde zu Waldi noch nicht allzu oft gefragt. Er läuft so ein bisschen unterm Radar, aber jetzt habe ich mal die Möglichkeit, auch da Waldi ein bisschen in den Fokus zu rücken. Und das möchte ich machen, weil er für mich als Trainer ein enorm wichtiger Spieler ist. Bruder, du sollst verteidigen, nicht schauschießen, Digga. Nein, gerne, gerne, gerne. Beine zu. Bravo, Silas. Hey, you are after Quinte. Juan hat mir gerade so einen Tritt gegeben gegen mein Schienbein. Aber einfach so, gerade hier in Pause. Bravo, bravo, Gelb. Jali, Jali! Yes! Eigentlich muss ich direkt diese, was wir geplant haben, spielen, Bruder Kalle. Ne? Guter Ball! Spieler wie Waldi dann ein Team zu haben, ist absolut wertvoll. Das Mannschaftsrat ist eben auch für den Verein ganz wichtig, außerhalb des Platzes da. Ein Spieler, der sich einfach eine ganz hohe Identifikation mit dem Verein hat, das jetzt schon über Jahre und aktuell ist er überhaupt nicht wegzudenken aus dem Team. Hey, Defense! Defense! Hä? Warte, warte! Thomas, komm was! Press, 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 nicht raus, nicht raus, nicht raus! Ich. Doch! Bravo, Atta! Das ist ein Tag Pause brauche ich jetzt. Ein Tag. Setz dich, Maxi. Muss ich. Wo habe ich den Stuhl? Muss ich nicht setzen, weil du dich setzen musst. Achso. Soll ich mal den Stuhl hier sitzen? Setz dich. Das ist schon mal okay. Setz dich mal lieber hin. Nein, überhaupt nicht. Also schlussendlich, du kennst dich nicht mehr aus mit Kernschwimmbildern, oder? Ja, nee. Nicht so wirklich. Das ist eine 100% Bestätigung dessen, was ich dir gesagt habe. Kreuzband ist in Ordnung, Menisken sind in Ordnung, Knochen ist in Ordnung. Du siehst da vorne, da wo es weiß ist, hier, da siehst du diese vordere Innenbandzerrung, genau in den vorderen Anteilen, da vorne, da wo es dir wehtut. Aber das Innenband als Ganzes ist durchgängig und stabil. Also im Endeffekt ist alles, was wir dir gesagt haben, auch ohne Kernspinnen, genau so auf den Bildern auch zu sehen. Bedeutet aber leider, dass es weiterhin keine schwere Verletzung, aber eine lästige Verletzung. Weil sowas kann tatsächlich 4 bis 6 Wochen wehtun. Wir haben das mitgemacht bei Fabi Bredlow beim Relegationsspiel. Wir müssen das rein beschwerdeorientiert machen. Wenn du mir morgen sagst, mir geht's gut, ich kann wieder landen. Er sagt mir, der steht stabil, dann darfst du übermorgen trainieren gehen. Wenn du mir aber in 3 Wochen sagst, das geht gut, aber ich merke es bei der Drehung immer noch, dann kann ich dich nicht rauslassen, weil dann das Knie einfach nicht stabil steht und dann müssen wir das abhängig machen. Ich tippe mal, dass wir uns tatsächlich irgendwo im Bereich von 4 Wochen bewegen werden. Das muss man sagen, weil du könntest jetzt noch nicht laufen, geschweige denn einen Richtungswechsel machen. Das wird wahrscheinlich die ganze nächste Woche noch Anspruch nehmen, dann haben wir schon 2 Wochen weg. Dann kommst du langsam an den Ball. Jeder Innenpassschlag, den wirst du spüren. Jede Drehung wirst du spüren. Also wir werden uns schon in dem Bereich bewegen. Auch wenn das, wie gesagt, nichts Schlimmes ist. Okay. Dein Knie wird tipptopp wieder hergestellt werden. Du wirst genauso kicken wie vorher. Das ist halt eine beschissene Zeit. Also ich hatte schon Glück im Unglück auch, dass jetzt nichts weiter gerissen ist. Trotzdem natürlich scheiße, als man dann hört, 4 Wochen mindestens. Und ja, ist dann natürlich schön, wenn man dann hier vor allem neu herkommt, neu in der Stadt ist. Und dann erstmal 4 Wochen raus. Das ist halt kein schönes Gefühl, aber wie gesagt, das gehört dazu. Und jetzt sind die 4 Wochen herzlich Glück vorbei. Es ist einfach ein
ehrlicher Kerl, der direkt dadurch auch Anklang gefunden hat in der Mannschaft. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das gilt übrigens für alle, die wir geholt haben. Ich glaube, wir haben es geschafft und das war auch ein wichtiger Punkt, dort erstmal auch gute Typen und Persönlichkeiten zu verpflichten. Das gilt auch für Maxi und deswegen habe ich nicht den Eindruck, dass ich ihn da nochmal gesondert an die Hand nehmen muss. Ich war zweimal im Vivaldi Essen. Beide Male war er mit einer Gruppe von 3-4 anderen Spielern da. So gesehen mache ich mir da keine Sorgen um Maxi. Ach da! Ja. Dann zieht man es einfach an oder nicht? Du machst schon. Für den Moment bin ich zufrieden. Ich finde, dass wir uns schlau verstärkt haben. Aktuell sind noch alle Spieler da. So gesehen bin ich da natürlich auch happy. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Dankeschön, Dankeschön. Freut mich auch hier zu sein. Ja, alles gut bei dir? Ja, alles super. Bisschen stressiger Medizincheck gewesen, aber sonst alles gut. Wieso? Was war stressig? Ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert. Okay. Weil habe ich alles gemacht, MRT, Röntgen, den Lauftest, Orthopäde, alles andere, aber muss sein, ne? Gründlich gecheckt. Ja, muss leider sein. Ich hatte ein Gespräch mit dem Trainer und so wie der VfB sich bemüht hat, war mir eigentlich klar nach dem Gespräch auch mit dem Trainer, dass es nur der VfB sein kann. Gucken wir uns jetzt 1-2 Wohnungen an und dann schauen wir mal. Aber es ist auch nicht allzu weit weg. Wir haben geguckt, dass es so zwischen 10 und 20 Minuten entfernt ist. Ja. Möbliert dann auch? Ja, genau. 10, 11 Monate hier, dann besser so. Freundin, Familie? Frau. Frau? Ja. Alleine schaffe ich das nicht. Ja. 3 Jahre verheiratet. Meistens hinter großen Karrieren stehen starke Frauen. 100%. Und ich habe eine da hinten. Sie auch das ist sehr da? Gut. Ja, sie ist auch da. Ja, dann würde ich kurz mal mit rausgehen, oder? Oh, okay, alles klar. Machen wir. Machen wir. Okay. Links, ja. Aber wir duzen, siezen. Duzen. Und duzen. Sehr gut. Es gibt 2-3 Spieler, die siezen nicht, aber kennt mich. Also okay, alles gut. Entspannter. Das ist sehr gut. Naja, Spieler, die schon aufgrund ihrer Grundhaltung sich schnell in die Mannschaft integrieren, die erfrischend sind, die direkt sind, die eine offene Kommunikation haben, weil am Ende bleibt nicht so viel Zeit aus im Grunde einer vielleicht heterogenen Gruppe, eine homogene Mannschaft zu formen. Und da geht es nicht auch immer nur um Führung, sondern um Anpassungsfähigkeit. Natürlich geht es auch ein Stück weit um Sprache, es geht um Resilienz, es geht um auch darum, Opfer zu bringen für den Club, für den Arbeitgeber. Und das haben wir natürlich versucht, auch in den Gesprächen, die wir vorher mit den Spielern geführt haben, herauszufinden und sie auch in bestimmten Momenten auch im Vorfeld zu provozieren, zu kitzeln. Und und dann haben wir eben Spieler verpflichtet, immer vor dem Hintergrund auch, dass wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beachten müssen, eben Spieler verpflichtet, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns helfen und auch noch bei uns den nächsten Schritt machen können. Kurz mal Trainerteam vorstellen, das ist der Malik Fati. Hi. Hi, grüß dich. Hi, Dennis. Yes. Dankeschön. Hi, Dennis. Geht's gut? Alles gut. Hi, Dennis. Alles gut? Ja, freue mich auch. Co-Trainer, Jasper ist unser Analyst. Also. Hallo. Hallo. Ist ja ein Service. David, hi. Ja, hi. Freut mich. Hi. Hi. Hallo. Tanja. Hallo. Freut mich. Ja, hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte schön, dass es geklappt hat. Ja, freut mich auch. Ich bin richtig happy. Ne? Du kommst aus dem Schwarzwald, habe ich gehört. Ja, zurück in die Heimat. Zumindest mal. Das heißt, wer im Hintergrund schön gepusht hat. Wie gesagt, ich freue mich, ich kann es kaum abwarten, endlich zu spielen, endlich wieder mal zu trainieren. Und zeigst du mal in Deutschland, ja, genau, was da in dir steckt. 100%. Und das, was ich gelernt habe in Brighton, hier mit auf den Platz zu bringen. Ich habe selber ein sehr großes Interesse daran, einen guten Kader zusammenzustellen und bin da mit dem Fabian täglich mehrmals im Austausch. Natürlich liegt mein zentraler Fokus auf der Mannschaft und auf den Spielern, die da sind. Und trotzdem geht es immer darum, sich zu überlegen, wo kann man sich eventuell optimieren, weiterentwickeln, wo es Bedarf, auch aufgrund von Verletzungen oder möglicherweise auch aufgrund von Abgängen. Das gehört schon dazu. Das sehe ich schon auch als Teilbereich des Trainers, aber natürlich die Kernkompetenz des Sportdirektors. Und so gesehen sind wir dann einfach im Austausch und versuchen einfach immer wieder
die Köpfe zusammenzustecken mit anderen auch, mit Scouts, anderen aus dem Trainerteam, Alex Werle natürlich auch involviert, um dann immer wieder uns da gegenseitig abzudaten und zu überlegen, was jetzt gute nächste Schritte sein können. Deshalb haben wir jetzt schon auch nach Spielern gesucht, die eine gewisse Spielerfahrung im Rucksack mitbringen, die eine gewisse auch Stabilität innerhalb der Spiele an den Tag legen, die eine gewisse Konstanz haben. Also Spieler, die immer ein Mindestmaß an Leistung bringen können, wo die Ausschläge nach unten eben, sagen wir mal, seltener sind oder mit denen wir weniger rechnen müssen. Und wenn man die Gründe zusammenfasst, wird das am Ende ja hoffentlich dann zu mehr Punkten führen. Aber darauf haben wir geachtet. Und mittel- bis langfristig wollen wir natürlich eine höhere Identifikation mit der Stadt, ja, auch mit unserem Fußball. Und darauf schauen wir langfristig. It's the joy and magic of the DFB Pokal this afternoon in Reutlingen. As southern neighbors TSG Balingen and VfB Stuttgart do battle. David versus Goliath, first time entrance TSG Balingen against mighty VfB Stuttgart. Oh. Yeah, man. VfB macht's gut, er spielt geduldig. Hetzt nicht nach vorne. Endo. Silas. Oh ja. Has neatly done. Mia! He looked the most likely from the get-go. Enzo Mio strikes Stuttgart's first competitive goal of the season. Und es steht 1-0 in der 25. Minute. Das spielt super. Silas with a stunner. Silas nimmt Maß und schießt den Ball über den Torhüter hinweg ins lange obere Eck. Ein Zuckertörchen, kann man das sagen. Ein wahnsinniges, elegantes Tor. Das kam so ein bisschen überraschend, muss man sagen. Spielzeit offen. Girassi zum 3-0 in der 43. Minute. Seru ist schon stark mit dem Rücken zum Tor, ne? Klasse, Alex! Klasse, Alex! Oh, jetzt lachen wir nicht mehr mit deinem Pulli. Solche Pokalspiele sind immer schwierig. Da ja, so eine Durchschlagskraft dann zu entwickeln gegen einen tiefstehenden Gegner, ist natürlich immer schwierig. Der Gegner hat es anfangs auch gut verteidigt. Aber ja, ich glaube, wenn dann das erste fällt und man das zweite hinterher macht, dann bekommt man auch so ein bisschen den Spielfluss rein. Und deswegen haben wir es gut gemacht und sind auch verdient weitergekommen. TSG Balingen, who gave everything, but ultimately went out to Bundesliga opposition. Eine ganz, ganz runde Sache, eine sehr positive Atmosphäre hier in Reutlingen gegen Balingen. Und ja, freue mich, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dankeschön. Ja, war schon ein Fußballfest, war top organisiert. Unsere Fans haben wieder wahnsinnige Stimmung gemacht. Ja, und von daher hat alles gestimmt. Wir hatten 4 verschiedene Torschützen heute. Das bedeutet, ja, dass wir eine gewisse Variabilität im Spiel hatten. Ja, dass jeder mitmachen wollte heute und zeigen wollte, okay, ich bin bereit für das Spiel gegen Bochum. Und nochmal, das war heute die Schlüsse, die man aus dem Spiel ziehen konnte. Sebastian, dir im VfB Stuttgart natürlich eine möglichst sorgenfreie Saison. Und als äußeres Zeichen der Verbundenheit darf ich dir noch einen TSG-Schal mitgeben. Und wenn du den dann in Berlin beim Finale vielleicht kurz in die Kamera hältst, wäre es nett. Vielen Dank. Dankeschön. Grundsätzlich sind wir in der Spur, sind jetzt gut unterwegs und trotzdem die wirklichen Gradmesser, die kommen jetzt an den nächsten Wochenenden. Wir haben es ja auch in der letzten Saison gesehen, dass unsere Fans, obwohl es auch
den einen oder anderen Grund gab, im letzten Jahr vielleicht auch ein Stück weit Abstand zu nehmen, die waren einfach immer da. Und wenn das in dieser Saison wieder so sein wird, bin ich nicht nur dankbar, sondern bin auch sicher, dass uns das sehr, sehr helfen wird, wenn man wieder diese Stadionatmosphäre erzeugen kann. Und dann ja, bin ich sicher, dass wir hier oder zuversichtlich, dass wir hier zu Hause viele Punkte holen werden. Die Fans waren und sollen auch weiter uns für uns ein riesen Faustpfand sein. Das ist meine Hoffnung. Wir haben die Verpflichtung, immer wieder einfach alles zu geben. Das muss nicht immer bedeuten, dass dann auch alles funktioniert, aber die Fans müssen das Gefühl haben, dass wir alles tun, dass wir ehrlich Fußball spielen. Ich glaube, dann können wir uns der Unterstützung auch sicher sein. Und dann haben wir hier einen Riesenpfund, das uns durch die Saison begleiten wird.